Crown of Pound Fans, herzlich willkommen, GMC 15 hier in Ulm. Und neben mir steht jetzt Ozan Aslana. Und mal nicht nach einem Kampf direkt. Warst aber dennoch eben im Octagon und hattest ja einen sehr intensiven, aber respektvollen Staredown mit Niklas Stolze. Erklär uns mal kurz die Hintergründe. Ich glaube, vor dem Kampf mit Rafael Levon haben wir auch da mal angefragt. Es wurden auch ein anderer Kämpfer angefragt, beide haben abgesagt, wobei der Niklas Stolze, kam uns zu Ohren, dass er darauf nicht reagiert hat. Dann kam der Kampf mit Rafael Levon zustande, den Kampf konnte ich gewinnen. Und als ich Mert Özyıldırım herausgefordert habe, weil ich zu sehr irgendwie, keine Ahnung, mit dem Kopf bei der Niederlage von meinem Bruder war, was auch jetzt Geschichte ist, kam es dazu, dass er unter irgendeinem Videopost reagiert hat mit "Vergiss Mert, wir tanzen im nächsten Jahr." So eine Chance bietet sich halt nur einmal an und die sollte man ergreifen, ne? Das heißt also, dieser Staredown war halt in Vorbereitung zu einem Kampf gegen Niklas Stolze. Genau. Ich greife ein bisschen vor, GMC 16, 1. September, und da soll es losgehen. Richtig, 1. September in Köln, da wird es richtig abgehen. Das war die Vorrunde und jetzt kommt der eigentliche Kampf. Also am 1. September, sorry. Ihr habt's gehört, save the date. Und wie hast du dich jetzt vorbereitet? Du hast kurz die Geschichte, so den Weg dahin beschrieben. Und jetzt steht das Ding fix. Und was machst du jetzt im Training? Wie bereitest du dich vor? Also in der Vorbereitung bin ich schon seit dem 4. Juni. An dem Tag hatte ich auch Geburtstag, aber auf den habe ich dann, Verzeihung für die Ausdrucksweise, geschissen. Deswegen habe ich mit dem 4. Juni fing's an mit der Vorbereitung. Ich bereite mich eigentlich überall drum vor, im Stand, im Boden, im Ring, überall, bis ich meine 2 bis 3 Einheiten täglich kriege. So. Das ist man ja, wer deine Kämpfe kennt, ist man ja auch gewöhnt. Das ist sehr spektakulär, the whole game. Und aber was machst du jetzt speziell auf Niklas? Hast du da irgendwo, ihr werdet euch ja sicherlich in der Vorbereitung schon so ein bisschen die Kämpfe auch von Niklas Stolze angeschaut haben, ihr werdet ihn studiert haben mit deinem Trainerteam. Hast du da irgendwelche Aspekte entdeckt, wo du sagst, da kann ich punkten, da kann ich einhaken, da kann ich den Kampf für mich entscheiden? Auf jeden Fall. Wir haben bemerkt, dass er sich im Stand einlässt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich Standkämpfer bin. Ich kann zwar auch grappeln, aber ich liebe den Standkampf, ich liebe es zu boxen. Ja, und deswegen, wir haben uns schon auf eine Schlacht im Stand eingestellt. Und er meint ja auch selber im Käfig vorhin, er geht nach vorne, ich gehe nach vorne. Und wer dann zurücktritt, der wird dann den Kampf nicht gewinnen, sagen wir es mal so. Das klingt nach einem sehr spektakulären, einem Brawl auf technischem Niveau. Und was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen? Ich gehe davon aus, dass du der Meinung bist, du wirst gewinnen, aber wie wirst du ihn knacken? Abgesehen von Rafael Levon habe ich die meisten Kämpfe und den allerersten Profikampf vorzeitig finishen können. Deswegen werde ich da auch den K.O. rausholen. Also, welche Runde? Entscheidet sich nach dem ersten Schlagabtausch, dann wird man alles sehen. So. Ich habe nach dem Kampf meine Ära eingeleitet am 16. Dezember 2017 und meine Ära heißt Kämpf gegen die Besten und schlage auch die Besten. Und mit Niklas Stolze habe ich einen der Besten. Und so wie ich sage, wird es auch passieren. Das sind deutliche Worte, da können wir uns freuen. Also, 1. September in Köln, GMC 16, Ozan Aslana gegen Niklas Stolze. Ozan, noch ein, zwei Worte von dir. Noch ein, zwei Worte. Danke an meine Trainingspartner, danke an mein Team, danke an unsere Sponsoren. Super geile Veranstaltung. Bis jetzt auch noch alles, was ich gesehen habe, mega geil. Respekt an die ganzen Kämpfer für beide Parteien, auch wenn es für die einen mal ein bisschen beschissener lief als für die anderen. Und jetzt freue ich mich noch auf die kommenden Kämpfe. Für die kommenden Kämpfer viel Erfolg, Jungs. Dem kann ich mich nur anschließen und ich sag ciao.
haben wir einen Plan.